Herr Brendel, Sie sind heute früh um 7:30 in München eingetroffen. Um 9 waren Sie bereits hier zur Probe im Herkulessaal. Darf man daraus schließen, dass Sie gewohnheitsmäßiger Frühaufsteher sind? Nein, keineswegs. Wenn man jemals ein Frühaufsteher war, dann gewöhnt man sich schnell ab in Ländern, wo Konzerte erst um 9 oder 10 Uhr abends beginnen und man nachher noch etwas essen will. Das dürften vor allen Dingen die südlichen und die überseeischen Länder sein, ja? Das stimmt, ja, Südamerika, Spanien. Und in Übersee, besonders in Amerika, ist Ihre Karriere, soviel ich weiß, auch zum endgültigen Durchbruch gekommen? Ja, Reisen in Südamerika haben mir viel geholfen. Und man muss ja doch in die Vereinigten Staaten gehen, um in Europa einen guten Namen zu bekommen. Und um Schallplatten zu machen? Ja, in diesem Fall haben mir eigentlich die Schallplatten dazu verholfen, hinüberzugehen. Sie haben jetzt auf Schallplatten begonnen, das Gesamtwerk von Ludwig van Beethoven einzuspielen. Die ersten beiden Kassetten sind auf dem Markt. Wie geht es da jetzt weiter? Ich habe die Aufnahmen abgeschlossen. Es fehlen nur das erste und zweite Klavierkonzert, das ich bald machen werde. Mit wem? Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Ich habe jedenfalls alle Sonaten fertig. Die sind auch in Amerika schon auf dem Markt. Und die Klavierstücke und die Abelli-Variationen habe ich letzten Sommer aufgenommen. Und Sie haben, glaube ich, auch schon das Gesamtwerk Beethoven bzw. die gesamten Sonaten konzertant gespielt? Ja, das stimmt. In London, in Kopenhagen und im nächsten Frühjahr, April, Mai auch in Wien und Graz. Liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit und Ihres Repertoires jetzt tatsächlich auf Beethoven? Man kann das für die letzten Jahre wohl so sagen. Wenn man so ein großes Projekt hat, muss man sich auch stark darauf konzentrieren. Aber ich möchte nicht als Spezialist festgelegt werden. Ich liebe sehr die Klavierkonzerte von Mozart. Ich habe jeden Sommer das Vergnügen, in Salzburg eins davon zu spielen. Und ich liebe auch sehr die Klavierwerke von Schubert, vor allem die so sehr missverstandenen Sonaten. Spielen Sie auch Chopin? Gelegentlich, ja. Ich habe unlängst erst wieder angefangen. Aber Chopin hat nicht die Bedeutung in Ihrem Repertoire wie etwa die Wiener Klassik. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass man sich für Chopin weitgehend spezialisieren müsste. Und da ich den Rest des Repertoires sehr liebe, kann ich mich dazu nicht entschließen. Herr Brendel, Sie sind, soviel ich weiß, Schüler gewesen von Edwin Fischer. Ja. Hat Edwin Fischer Ihnen einen, sagen wir, Leitsatz für Ihre Karriere mit auf den Weg gegeben? Edwin Fischer hat eine schöne Formel für die Aufgabe des Interpreten gefunden, nämlich belebe die Werke, ohne ihnen Gewalt anzutun. Ich versuche, mich danach zu richten. Ich danke Ihnen, Herr Brendel.